Yoga ist eine Reise nach innen, vom Körperlichen zum Energetischen, vom Groben ins Feine. Es ist eine physisch fordernde Praxis, die uns zeigt, wo wir offen sind und wo wir festhalten, wo wir zu viel Kraft einsetzen und wo zu wenig, wo wir im Fluss sind und wo wir stocken, wo wir aufmerksam sind und wo zerstreut. Namaste. Hallo, mein Name ist Patricia. Ich komme aus Ostfildern am Rande von Stuttgart und ich möchte euch eine kleine Yoga-Dance-Sequenz vorstellen und euch einladen, mitzumachen. Ich werde erstmal erklären, die ganze Sequenz in kleinen oder langsamen Schritten. Danach werde ich die ganze Sequenz ohne Worte euch vorführen, begleitet mit Musik. Ja, Yoga Dance ist im Prinzip wie eine Vinyasa, also die einzelnen Asanas werden fließend miteinander verbunden. Es kommen aber noch freie tänzerische Elemente hinzu. Das heißt, ich gebe nur eine Vorgabe und du hast die Möglichkeit tatsächlich mit deinem eigenen Körpergefühl und Empfinden, deine Armbewegungen, deinen Rhythmus zu finden, aber auch deine eigene Musik. Also da geht meditative Musik, aber auch rhythmische Musik. Und je öfter du das übst, die Folge, und je verinnerlichter du diese Folge hast, umso leichter tritt dann eben diese Balance auf zwischen Sthira-Sukham, also zwischen Leichtigkeit und Stabilität. Aber es wird auch so ein Fluss, ein innerer Fluss, Energiefluss angeregt. Durch die Konzentration bleibst du in der Präsenz. Und es geht nicht um das äußere Aussehen, sondern tatsächlich um das innere Fühlen. Und jeder geht so weit in die Haltung, wie er kann, und versucht einfach alles Eckige und Harte aufzulösen und immer mehr in deinen eigenen Fluss zu kommen, gemäß deines eigenen Atemrhythmuses, um immer mehr in die Lebendigkeit zu kommen. Ich habe diese kurze, normal sind sie ein bisschen länger, Yoga-Dance-Sequenz Erblühen genannt, weil wir beginnen in einem Samen, also eingerollt in dem schlafenden Kind, symbolisiert dieses Samenkorn, das in der Erde wartet auf die Sonne, auf den richtigen Moment, auf die Energie, das Wasser. Und so langsam kann sich dieser Same entwickeln und entwickelt sich letztendlich zu einer großen, kraftvollen Blume. Und ja, wird im Fluss des Lebens hin und her geschaukelt. Und es gibt ein Auf und Ab und am Ende geht es wieder zurück und Pflanze rollt sich wieder ein und kommt wieder zur Ruhe. Komm in die Kindeshaltung Richtung Ende deiner Matte und roll dich ganz klein ein, der Same, der jetzt wartet, um endlich zu erblühen. Langsam komm in die Bewegung. Der eine Arm tastet sich nach vorne in die Weite, aus der Enge heraus. Der zweite Arm. Und dann roll dich rund auf im Fersensitz. Bring die Arme über die Seite und recke dich in die Sonne. Und dann lass dich aber wieder nach unten sinken. Noch einmal klein einrollen. Und dann wieder rund aufrollen. Komm jetzt in den Kniestand. Arme über die Seite. Hände zusammen, leichte Rückbeuge. Und dann dreh dich, komm in den Sonnenkreis, einmal zur einen Seite. Der Blick folgt. Und dann zur anderen Seite.
streck dich weit nach oben, stell deine Füße aus und dann bring die linke Hand zu deinen Fersen und die rechte Beckenboden anspannen und öffne dich weit in die Weite des Himmels entgegen. Wenn du im unteren Rücken aufpassen möchtest oder musst, nimm einfach die zweite Variante, bring die Hände hier im unteren Rücken, schieb deine Beinbecken, die Oberschenkel nach vorne, Mula Bandha, öffne dich auch hier weit im Herzraum. Dann die Füße wieder lang ablegen, die Arme über die Seite nach oben und wir kommen in die Dankbarkeitshaltung, in die empfangende Haltung. Unterarme aufsetzen, Kopf locker lassen. Die Hände schauen nach oben, Handflächen. Dann drehe die Handflächen um, komm über eine Wellenbewegung nach oben. Lass dich hier auf die Oberschenkel nieder, Becken, Brust. Dann die Stirn aufsetzen, die Fußrücken erden, Mula Bandha und komm in die Kobra. Ausatmen, die Stirn wieder sinken lassen, die Zehen aufstellen, Bauch fest, schieb dich über den Vierfüßer in den herabschauenden Hund. Hier erstmal lockern, Kopf hängen lassen, Hände, Fingerkuppen erden. Dann geh einen Moment auf die Stelle, um dich gut vorzudehnen. Dann beide Fersen sinken lassen und die Gesäßknochen nach oben schieben. Dann streck dein rechtes Bein weit nach oben, dreibeiniger Hund. Beug es und führ es nach vorne zwischen die Hände. Ruhig ein bisschen breiter für einen sicheren Stand. Knie stabil. Und komm hier, High Lunge, öffne dich weit. Fersen sinken lassen, Becken sinken lassen, Knie über den Fersen. Dann komm auf dein rechtes Bein, zieh dein linkes Knie nach oben, bring die Hände vor den Herzraum. Dann öffne wieder die Arme, Mudra, Daumen, Zeigefinger und bring dein linkes Knie nach außen. Variante der Tänzerhaltung. Dann das Knie wieder nach vorne bringen, anziehen, die linke Hand fast den Fußknöchel. Wir kommen in die zweite Tänzerhaltung. Das Bein weit nach hinten sich öffnen. Dann Schritt zurück. Wieder komm in Virabhadrasana 1. Öffne dich wieder, stabilisiere dich. Dann dreh dich und komm in Virabhadrasana 2. Dann kommen wir in den siegreichen Helden. Linke Hand und Oberschenkel ablegen. Rechte Hand zieht oder Arm über den Kopf. Leg folgt. Und lass jetzt einfach den Arm über das Gesicht kreisen. Parshvakonasana. Rechte Hand, Unterarm auflegen, öffne dich hier und der linke Arm steigt nach oben und kreist weiter. Kreise über dein Gesicht und komm wieder zurück in den siegreichen Helden. Und dann streck das rechte Bein, drück mit den Fersen in den Boden, Hände kreuzen, komm tief. Und dann öffne dich. Blick zur linken Hand, streck dich auseinander. Dehn dich aus. Dann über die Mitte, tief, squash. Das linke Bein strecken, auf die Ferse gehen, tief. Öffne dich hier, jetzt Blick zur rechten Hand. Dann komm wieder zurück zur Mitte, ganz, ganz tief. Öffne dich hier nochmal ganz weit. Und komm in die Vorbeuge, Kopf ist locker. Kurzer Stillstand, kurze Stille. Und dann beginnt der Oberkörper sich langsam hin und her zu wiegen.
Die Wellen des Lebens schütteln uns durch. Die Knie gehen langsam mit. Der Oberkörper kommt nach oben. Du richtest dich auf. Richtest dich wieder in das Gute. Bring die Hände zusammen über den Kopf. Sprung, sodass die Füße noch ein bisschen auseinander sind und die Zehen nach außen. Und dann führ die Hände langsam Richtung Herzraum und du kommst in die Hocke. Und langsam erblüht in dir der Lotus, Symbol der Weisheit und der Reinheit. Und führ sie langsam wieder zurück. Daumen berührt dein Herz, dein Brustbein. Kurze Dankbarkeitsgeste für dich selbst, für dein Leben, deine Chancen, deine Möglichkeiten. Und jetzt gehen wir wieder zurück, beziehungsweise die andere Seite. Komm wieder in den herabschauenden Hund. Dehn dich hier gut aus. Und jetzt geht das linke Bein weit nach oben, dreibeiniger Hund, und bringt deinen linken Fuß zwischen die Hände. Breiter Stand und Highlunge hier wieder tief öffnen. Blick nach vorne, Stabilität und Leichtigkeit. Komm auf dein linkes Bein, Knie ranziehen, wieder die Variante des Tänzers. Nataraj. Und fass die rechte Hand, linke Fessel und du kommst in die zweite Variante. Und das rechte Bein hinten abstellen, Virabhadrasana 1. Dreh dich in Virabhadrasana 2. Dann im siegreichen Helden hier der Arm kreist über dem Gesicht. Parshvakonasana. Und noch einmal hier jetzt den Arm über das Gesicht nehmen. Dreh dich mit dem Oberkörper zum linken Fuß. Hände aufsetzen und komm zurück in den herabschauenden Hund. Und dann über eine Wellenbewegung bring die Knie zum Boden. Schieb dich so in ein offenes Yoga Mudra. Noch bist du nicht bereit. Dann einfach nochmal rund nach oben schieben. Zehen lang, bring die Oberschenkel zum Boden. Komm in die Cobra. Und dann nochmal Beckenboden fest anspannen. Komm in den heraufschauenden Hund. Dann Bauch fest. Komm über den vier Füße langsam wieder zurück in Yoga Mudra. Und so ganz langsam kommst du wieder zurück in die Ausgangsposition. Bis du wieder ganz still hier ruhst, als Keim in der Erde.
Wenn euch diese kleine Einheit gefallen hat, dann könnt ihr sie nach eurem eigenen Rhythmus praktizieren zu eurer Lieblingsmusik. Und ich wünsche euch dann viel Spaß damit. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und vielleicht sehen wir uns ja bei mir im Studio in Ostfildern oder bei einer wunderbaren Yoga-Reise mit Neue Wege. Namaste.